Mit Standing Ovations dankten die Besucher bei der Premiere der Operette Orpheus in der Unterwelt dem Ensemble und Intendant Ernst Theiss für die schwungvolle Inszenierung. Standing Ovations sind natürlich eine Freude, das ist überhaupt keine Frage. Vor allem, wenn man etwas neu anschiebt, wenn das Projekt neu entsteht, wenn das Stück so lange in der Stadt nicht vorgekommen ist, natürlich auch, wo die Leute eine gewisse Unsicherheit haben, was wird es sein, wie wird es ausschauen. Und wenn dann die Reaktionen so sind wie heute, dann bin ich natürlich schon happy. Der Start der Operettenfestspiele erfolgte unter dem neuen Namen Klang Bad Hall. Wir wollen einfach versuchen, hier einen Connex zu schaffen zwischen den Künsten, die Menschen früher unterhalten haben und die Menschen heute unterhalten. Und das soll Klang Bad Hall in Zukunft auch sein. Es war ja eine Premiere in der Premiere sozusagen. Wir haben ja dieses Festival Klang Bad Hall schon im Frühjahr gestartet, im April, mit dem Vorspiel, so nenne ich das der Nachhall geheißen hat. Und jetzt der Höhepunkt, die Operettenpremiere Jacques Offenbachs Orpheus in der Unterwelt in einer Inszenierung, die ihresgleichen sucht. Zeitgemäß, traditionell, ganz, ganz toll, was hier Ernst Theiss, unser neuer Intendant, auf die Beine gestellt hat, auf die Bühne gestellt hat, was hier heute sichtbar wurde. Die im Jahr 1858 uraufgeführte Operette Orpheus in der Unterwelt mit der Musik von Jacques Offenbach ist ein oft gespielter Klassiker des Operettenrepertoires. Bestens bekannt daraus ist der feurig überschwängliche Köln-Kokon. Inszenierung über die Doppelmoral der Gesellschaft als Persiflage auf die antiken Göttersagen spart nicht mit Seitenhieben auf das aktuelle Zeitgeschehen. Schon lange kriselt es in der Ehe von Orpheus und Eurydike. Als sie einer ihrer Liebhaber, der Höllengott Pluto, in sein Reich entführt, ist Orpheus erleichtert. Jedoch die öffentliche Meinung ist dagegen. Nur widerwillig begibt sich daher Orpheus in die mystische Unterwelt, um die geraubte Gattin vom Göttervater Jupiter zurückzuverlangen. Sowohl Jupiter als auch Pluto versuchen daraufhin, Orpheus um die sexuell vernachlässigte Eurydike mit allen Mitteln in der Unterwelt zu behalten, was ihnen letztlich auch gelingt. Herausragend Anna Voss-Hege als Eurydike mit enormen Stimmvolumen und Marco Di Sappia als Pluto mit perfiden, mafiösen Zügen. Dazu die feine musikalische Umsetzung durch das von Ernst Theiss geführte Orchester. Das war eine super Entscheidung, das muss ich wirklich sagen, dass wir gesagt haben, wir nehmen einfach die Musiker aus der Region. Da gibt es eine Menge einfach sehr hochwertige Musiker, das ist kein Durchschnitt. Oberösterreich hat einfach eine Musikerlandschaft, die sehr ansprechend ist. Und das haben wir heute auch gehört, dass die Offenbach mit mir wirklich auch stilistisch umsetzen können. Das Bad Haller Publikum ist natürlich schon ein sehr kritisches, aber auch ein sehr euphorisches, wenn die Darbietung dementsprechend ist. Und insofern war das heute wirklich ein fulminanter Erfolg. Dem Publikum hat es wirklich Spaß gemacht, die Operette in ihrer ursprünglichen Art zu sehen, zeitkritisch, bissig, lustig und genau das ist, glaube ich, das, was die Leute gerne sehen. Es gibt noch Karten, würde uns freuen, wenn man die auch nutzt würde, das ist ganz klar. Also ich hoffe, dass sich die Mundpropaganda jetzt auch durchsetzt, dass die Leute das weitererzählen, aber einfach auch, dass die Leute vielleicht Interesse kriegen und neugierig werden nach dem, was wir jetzt heute gemacht haben. Karten für Orpheus in der Unterwelt sind im Stadtamt Bad Hall, Telefon 072 58 77 55 0 und im Tourismusbüro Telefon 072 58 72 00 13 erhältlich. Das Festival Klang Bad Hall hat für jeden etwas zu bieten. Klang Bad Hall kann man in unterschiedlichsten Weisen genießen. Wir haben eben auch versucht, das Festival rund um die Operette großflächiger, breiter aufzustellen. Es gibt sogar einen Festivalwein aus dem Kamptal. Ein junger Winzer hat den kreiert, der ist auch erhältlich während der Vorstellungen, ist auch in manchen Lokalen, in ausgesuchten Lokalen erhältlich während der Festivalzeit. Und darüber hinaus haben wir auch noch zwei Schienen, das Forum Interkulturell, das in einer Woche über die Bühne geht, wo es Diskussionen, Vorlesungen gibt und darüber hinaus auch Matineen, Morgenfrische heißt diese Schiene, wo es am Sonntag in der Früh auch vor der Derniere ganz, ganz tolle Vorstellungen gibt, exquisite Perlen der Kultur und der Kunst. Und dazu ganz, ganz herzliche Einladung. Nähere Infos gibt es auf jeden Fall unter der Homepage
klangbadhall.at in Deutsch und in Englisch.